Barcelona. Es gibt nicht viele Orte auf der Welt, die ich mehr hasse. Volle Straßen, merkwürdige Fußgänger, merkwürdige Autofahrer. Wer schon traurig genug im Leben ist, wird sein Leben jetzt noch hassen. Willkommen in Barcelona. Guck mal, nicht mal die Kiosks haben hier auf. Schön. Ingo, wieder den Helfer bei Ingo. Hi, Ingo. Hi there. Hi. Was geht ab? Was willst du da haben? Ingo, kann ich irgendwie, willst du irgendwas Schönes haben? Willst du ein bisschen Musik hören? Oh, yeah. Geil, wa? Okay, bist du bereit, Ingo? Auf geht's. Highway to Paradise. Was ist jetzt los? Ja, du musst schon da. Ja, guck mal, ein bisschen Schäden gibt's ja. Ja, mach das doch, Ingo. Bist du hier der Anzeigenhauptmeister oder was? Es gibt eine Anzeige wegen Beleidigung. Bei Ingo, so kommst du schneller von A nach B, glaub mir. Hallo, ich hab einen Fahrgast. Oh. Auftrag nicht abgeschlossen. Der Kunde hatte keine Geduld mehr. Fahre nächstes Mal vorsichtiger. Okay. Oh, verdammt. Weil wer kennt's nicht? Barcelona. Die engen Altstädte hier. Die kleinen Gassen. Schön mit 100 km/h. Man will überholen. Man ist quasi gerade richtig beschäftigt. Die Fahrgäste, die wollen schnell von A nach B und auf einmal. Oh, shit. Krass. Oh, genießt ihr euer Essen? Kommt jetzt die Polizei? Ach, guck mal, die Roller können wir auch umfahren. Wie cool ist das denn? So, wie wechseln wir hier die Spur? Ach, das ist eine Fahrradspur. Hoppala. Ich hoffe, der kriegt das nicht mit, wa? Vincent, ist alles in Ordnung. Als Taxifahrer, das ist quasi Taxispur, Vincent. Oh, Vincent hat auch noch einen Kumpel. Oh, Vincent hat noch einen Kumpel. Mensch, geht ihr jetzt feiern oder was? Alter, ist das heftig hier mit den Passanten. Ja, genau. Kommt noch einer. Will noch jemand hier rüber? Ach, du willst wieder zurück. Ja, verstehe ich. Ach, hier, Mäus. Okay. Ah, ist ein Arsch. Ist das ein Arsch? Das waren 100 verdiente Euro gewesen. Du bist so ein Arsch. Oh, guck mal, hier haben wir sehr viele NPCs. Oioioioi. Wo gehen die denn alle hin? You'll get a big tip when you get to our destination quickly. Oh, natürlich. Ein Träumchen, weil als Fahrsimulator macht der richtig Spaß. Was ist denn dein Problem? Weiter mir hinten einfach rein. Der ist sehr bescheuert. Ja, gut. Ja, dann fahren wir halt einfach. Die KI ist immer noch sehr dümmlich. Schön, aber ich... Das ist nicht dein Ernst, die fahren mich schon wieder hinten rein. Genau, fahr auch, Mann, ey. Der nächste, der mir hinten reinfährt, na supi. Oh, da gab es natürlich wieder einen Unfall. Sehr schön. Ja, kommen die beiden noch... Mist, ey, das gibt's doch nicht. Warte mal, ich quetsche mich mal hier durch. Mann. Ja, du musst mich auch noch reinfahren, Mensch. Ey, ist der mit euch hier eigentlich mehr richtig? Ich habe ja gesagt, die Barcelona, ich nenne sie jetzt einfach mal Barcelona, die sind nicht ganz sauber. Wir fahren zwar gerade über Rot, aber ist auch vollkommen egal. Müssen wir ein bisschen aufpassen, jetzt haben wir eine rote Ampel. Oh, wow, 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 wow. Ja, ich hab's doch gesagt, ey, diese Barcelona, wie nennen sie einfach aus Barcelona die Menschen? Mann, ey. In Madrid hätte es sowas nicht gegeben. Nee. Aber in Barcelona, da tickten die Uhren irgendwie ein bisschen anders, habe ich das Gefühl. So, noch 700 Meter. Ja, Pulenta mal wieder. Ah, der hat das Schwein gehabt. Noch ein bisschen frische Luft. Ist in Ordnung für sie, wenn ich mir kurz frische Luft hier, wenn ich ein bisschen die Fenster aufmache? Naja, frische Luft ist immer wichtig. So, wunderbar. Schön. Kann man besser rauskicken und rumbrüllen. Ey! Dann geht's hier weiter. So, fahr mal vor, mein Freund. Das ist nämlich eine Abkürzung, die ich jetzt hier fahren möchte. Zwar ein bisschen illegal, aber wie gesagt, als Taxifahrer lernst du sowas mal ganz schnell. Oh nein, oh nein.
Die Gasse des Grauens. Ja, ja, ja. Ihr habt auch Langeweile, war immer von links nach rechts. Zu spielen. Ja, gut, genau. Brennst dich auch noch aus. Das ist dreist. Das ist richtig dreist, was du hier machst. Ja, kannst du vergessen. Wenn ich halt für dich nicht an, du Idiot. Mann, brennst mich hier aus und so. So, noch 300 Meter. Oh, scheiße. Oh. Das ist die Rock'n'Roll-Musik, wa? Die bringt mich so ein bisschen aus dem Konzept. So. Ach, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So. Ja, ich bin bereit. Das wird lustig. Oh. Ah, wisst ihr was? Da ist auch gut. Ja, auch ein schöner Parkplatz. So, wunderbar. Das ist schon wieder. Ja, du. Ja, bleibt einfach stehen. Ey. Ihr macht mich fertig, wa? Ihr macht mich richtig fertig. What the fuck? Was hab ich denn da mitgenommen? Oh Gottes Willen, das kann doch nicht wahr sein. So, Maxien. Wunderschönen guten Tag. Falls Sie irgendwas Schlechtes bei Google über mich gelesen haben, ja, es stimmt. Ja. Ja, du, ich kann da hinten auch nichts dafür. Wenn der hier voll in die Eisen geht. Ich hab 2,5 Kilometer. Oh. Verdammt, Alter, was aber. Oh, shit. Passt schon. Halb so schlimm. Ist nichts passiert. Oh. Die sitzen mir gerade ein bisschen weg. Was ist denn hier los? Okay, ich kenne Abkürzung. Ach, Mann. Geht aber auch nicht voran hier. Ich kommt ja auch schon fast kuscheln hier. Ach, Mann. Wir teilen es ja quasi gefühlt auf fast einen Sitz. Auch nicht schlecht. Da ist es voll hinten. Hallöle, ihr beiden! Was will er jetzt hier machen? Komm ich einmal rum? Mit der langen Schnauze? Ach ey, das gibt's doch nicht. Was soll ich denn sagen? Ich wurde letztens gefragt, ob ich Barcelona mag, wa? Ich hasse Barcelona. Oh Gott, diese Fußgänger. Oh Gott, diese Fußgänger, sie machen mir Angst. Ja, verrückte Leute, wa? Boah. Waren Sie schon mal Madrid gewesen? Sevilla soll auch sehr schön sein. Es gab so einen Unfall. Ey, ich werde langsam weg hier. Ist hier irgendjemand hinter uns? Ach. Barcelona. Ich glaube, ich sollte mal ein neues Intro machen zu dem Spiel. Kommt die jetzt überall her? Okay, der hupt die ganze Zeit. Oh, wir sind am Steuer eingeschlafen. Ungefähr so hier. Boah, war das knapp gewesen. Alter Fall. Ja. Das war sehr knapp gewesen. Ach, da. Mein schöner neuer Wagen. Ach, das gibt's doch nicht. Das. Einfach vor dem Wagen. Er springt mir einfach vor dem Wagen, ey. So, mach mal hier Trick 17.
Ja, das war Trick 17. Hast du das gesehen? Das ist Barcelona. Boah, 15, vor 5 bis 10 Jahren konnten sie noch Fußball spielen und jetzt können sie nicht mal mehr Auto fahren. Ah, Kollege, ist ein Leben, war es, Taxifahrer. Mal ein kleines Wett dran machen, hä? Fliegend oder stehend? Na gut, komm, stehend. Okay, go! Haha! Oh, der biegt ab. Okay. Schneller, mein Freund. Ja, du. Ja, geht einfach rüber. Ist gar kein Problem. Ja, du, ja, geht, genau. Treff deinen Kumpel, High Five. Und dann geht er nochmal zurück. Weh, du gehst auch noch. Ja. Was ist denn mit euch nicht ganz richtig? Hallo? Was ist denn hier los? Können wir jetzt? Ah, Herr Jemini aber auch. Ja, bitte mal, wir rasten hier sofort aus. Was? Oh, Vorsicht. Ja, ich muss es... Oh, shit! Ah. Tickten sie nicht richtig? Doch, 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 alles gut. So, links darf ich hier nicht abbiegen. Wir könnten es rein durchziehen, einfach wagen, aber... Bisschen schneller. Okay. Oh, verdammt! Alles gut. Abkürzung. Hä? Ich weiß es selber nicht. Wo muss ich denn lang? Ach, da. Ja. Wir sind angekommen. Verzeihung, die Damen. Wo geht's denn hier zum, De Plaza de Castro? De frente en la carretera. Immer geradeaus? Dankeschön. Wie finden Sie Barcelona? Barcelona ist preciosa. Ich hab ja einen guten Kollegen, den Marcos, war. Das ist ja Spanier, der kommt aus Madrid. Als ich ihm gesagt habe, dass ich hier in Barcelona Taxifahrer bin, hat er mich angespuckt. Also, die Leute aus Madrid und Barcelona, die können sich echt nicht riechen. Wa? Ist auch vollkommen egal, ich wollte Ihnen den Tag jetzt nicht vermiesen oder irgendwie jetzt hier reinquatschen. Haben Sie einen schönen Tag. Würde mich aber in Acht nehmen, holen Sie sich nicht so einen Roller dort, ja. Die Leute, die warten die nicht so oft, okay? Das ist jetzt eine böse Unterstellung, aber nichtsdestotrotz. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag, wa? Ciao, ciao. Oh, was sind Sie denn da? Oh. Na, krieg ich auch so einen Kaffee? Oh, der sieht aber lecker aus. Was ist das denn? Okay. Gut. Ah ja, okay. So, ich würde mal sagen, komm, wir haben ja keine Fahrgäste dabei. Ah! Ah! Ja, du! Was soll ich dazu sagen? Leute, immer so tun, als wärt ihr nicht schuld. Denn ihr müsst schon aufpassen, weil ich wollte gerade rechts abbiegen. Ich hab einen Riesenwagen, weil ich wollte halt so ein bisschen ausholen. Ja, du. Das ist kein Spaß mehr, weil wir können jetzt hier warten, bis die Polizei kommt. Du, weil manche gehen und kommen wieder. Ist ja auch nichts Schlimmes, überhaupt nicht. Manchmal denkt man immer so, woanders ist es viel besser, dann fängst du woanders an. Und dann ist es woanders nicht viel besser. Aber der Marschall, der ist wirklich weggeblieben. War der stinkig gewesen, als keiner so traurig war, als er gekündigt hatte. Oh Mann, ey, war das was gewesen, ey. war ein ganz lieber, netter, aber... Oh, verdammte Scheiße. Entschuldigung. Tut mir leid. Ich hab jetzt schon mal zwei Unfälle gebaut. Der... Oh, guck mal, das ist schön mit ihm. Mit den Vögeln ist schön. Der Unfall gerade eben, wo ich die Abkürzung fahren wollte, das war ja nicht. Okay, ging ja nicht auf meine Kappe. Ah, wir sind der Taxifahrer, wa? Wir können uns hier richtig schön durchschlängeln. So, bereit machen. Löse die Handbremse, machen wir gleich. Jetzt! Zicken hier lang. Okay. Zweite Ausfahrt hier rechts. Ah! Nein! Hat der grün gehabt? Der hatte rot gehabt! Der hatte rot gehabt, das gibt's doch nicht! Der hatte rot gehabt! Ey, unglaublich! Der hat rot gehabt! Der kann doch nicht einfach so... Bist du bescheuert? Mann! Der hat rot gehabt, ey! Und du bleibst doch nur stehen!
Ey, das ist wieder typisch Barcelona. Das ist wieder typisch Barcelona. Das gibt's doch nicht. Oh, nee. Ein Glück sind wir nicht weit gefahren, aber ey, das hat mich schon wieder 100 Euro gekostet. Ich hab einen Kilometer entfernt, ey. Ja, was ist dein Problem hier? Ich blinke. Ach, ey, ich weiß nicht, wo die Leute ihren Führerschein gemacht haben. Aber genauso wie Icke wahrscheinlich ja nicht. Oh, verdammt! Oh, scheiße! Oh, shit! Oh, Gott! Ah, meine Schulter! Oh, der Motor! Oh, nein! Ich wollte gerade sagen, ich habe so das Gefühl gehabt, ich war falsch. Ach, die Fastlane wäre was für uns gewesen. Oh, shit. Nein, der Wagen... Oh, aber der Wagen fährt noch. Ah, hier, guck mal, da. Oh, der Wagen hört sich aber nicht mehr gut an. Ich mach mal ein bisschen lauter. Hört ihr das? Das schleift irgendwas. Ah, das hört sich nicht gut an. Ah, du. Ja, man kann einfach auf der Straße stehen bleiben. Ist ja richtig. Weil ich bin Taxifahrer. Ich muss hier schnell durch. Fahrgäste warten. Fahrgäste wollen schneller von A nach B. Bin ich hier? Ich glaube, ich bin hier hoffentlich richtig. Ja, du. Genau, du kannst einfach hier aus der Ecke rausgeschossen kommen. So. Ja, du kannst... Ist dein Ernst? Ach, shit. Du, ich als Profifahrer, ich krieg das auch so hin. Hä? Oh, scheiße. Mist. Ah. Hä? Wo kommst du denn her? Dann bist du mir aber reingefahren, mein Freund. Ich dachte, ich bin hier gegen diesen Alfa Romeo. Ach, das ist nicht dein Ernst. So. Oh. Habt ihr schon Angst, meine Freunde? Ich würde Angst haben. Oh, shit, der Wagen sieht schon wieder aus, ey. Hi. Hi. So, halten Sie sich jetzt fest, wir müssen einmal drehen. Bitte nicht wegen meiner Stimmung so ein bisschen argwöhnig sein. Ich bin heute ein bisschen in Stress, ein bisschen genervt, wa? Oh, was? Wir sind ja schon da. Was ist das denn? Nehme ich doch mit. Das war ja geil gewesen, ey. Das ist leicht verdientes Geld. Geil! Oh. Oh. Der hat meinen Tag heute gerettet. War da Victor Casas, okay. Klingt wie ein Einheimischer. Victor, mein Name ist Weidemar. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Tag gehabt. Ich habe schon so den anderen Fahrgästen gesagt, der Tag ist heute bei mir nicht so die Wonne. Deswegen bitte verzeihen Sie vielleicht meine Laune, aber ihr macht das Beste draus. Ich werde Sie sicher und schnell von A nach B bringen. Oh. Das Auto ist rausgegangen. Wir lassen ausrollen. Victor, machen sich keine Gedanken. Das ist halt normal, weil auch ich... Scheiße. Auch ich achte auf das Klima. Deswegen schalte ich den Motor ab und zu mal ein bisschen aus. So, wir müssen angeblich hier reinfahren. Machen wir auch. Wir rollen hier einfach aus. Oh, jetzt wird es aber hier sehr eng, Victor. Ja gut, Blinker setzen ist natürlich jetzt nicht. Der Motor ist ja aus. Ja. Vorsicht! Ah ja, Entschuldigung! Ah, Automatik ist aus. Ich roll jetzt hier gerade mal kurz ein bisschen aus. Oh, was? Was ist denn hier doch wieder links? So, Victor, siehst du, das habe ich schon mal auf alle Fälle 20 Liter Benzin gespart. Ach, komm ich da noch durch? Wird ein bisschen enger. Vorsicht! Oh, verdammt! Ah, shit! Ah, ah, oh Gott, jetzt wieder. Ah! Oh, Victor! Alles gut, Victor! Alles gut, alles gut, alles gut! Wir kriegen es wieder hin! Victor, machen Sie sich keine Gedanken! Oh! Keine Geduld mehr, Victor! Du hättest ja noch ein bisschen warten können! Du hattest noch ein bisschen Geduld! Lässt er mich in der Misere alleine! Mitgehangen, mitgefangen, sage ich nur! Deswegen die Spanier! Mit denen kannst du jetzt keinen Krieg gewinnen! Also, auch wenn... Ach du Scheiße! Ach du meine Herren! Der Wagen ist aber auch kaputt! Hallo, Popöle, mein Name ist Weidemar.
Und Sie sind der Gabriel Gomez. Gabriel Gomez, seien Sie gegrüßt. Ja, der Wagen ist neu, gerade frisch gekauft. Ich bin nämlich ein Unternehmer, der sehr viel Geld macht und deshalb kann ich mir immer wieder neue Fahrzeuge leisten. Nee, Spaß, ich hatte vorhin einen katastrophalen Unfall gebaut. Einige sind im Krankenhaus gelandet. Nun, mir geht's gut. Mir geht's gut, machen sich keine Gedanken. Ja, Gabriel, wo geht's denn hin? Wir haben... Ja, keinen richtigen Ort angegeben. Ist natürlich auch immer wieder schön. Wohnen Sie hier in Barcelona oder sind Sie jetzt durch die, hier auf Durchreise? Sevilla. Ah, Sevilla. Ah, Madrid, Sevilla und Barcelona war es auch echt schwierig miteinander. Wo soll es denn hingehen? Wen haben wir denn eigentlich hier? Wir haben den Enzo. Wer ist... Hi. Wer ist von euch Enzo? Ihr seid sogar zu dritt. Meine Herren, ey. Ist ja volle Taxi und für so wenig Geld. Ja, kommt ihr klar? Das ist nur eine Rechtskurve, meine Freunde. Ach ja. Ja. Zumal die dürfen doch gar nicht von links abbiegen. Die sind ja verrückter als ich. Guck mal. Das ist ja nur zweispurig. Hier, guck mal, da ist ja nur zweispurig. Also mir gerade hinten aufgefahren? Ich weiß es ja nicht. Ist ja. Ja, es sind Freaks hier im Barcelona. Ich sag's dir, mein Freund. Ist aber sehr weit vorne, ey. Bist du überhaupt angeschnallt? Oh. Ey, Leute, darf ich kurz eine Abkürzung mit euch fahren? Naja. Oh, verdammt. Scheiße. Alles gut. Oh, scheiße. So, wir sind schon da. Ganz schnell, ganz einfach. Oh, war ein Pleasure for you gewesen? Gerne. Tatsächlich, die haben mir 3 Sterne gegeben für 2 Unfälle und einmal Geisterfahrt. Hi, Ethan, ich bin da. Der Taxifahrer, den sie bestellt haben. Einmal hier drehen. Ich muss mal schnell hier durch. Ey, Vorsicht, Ethan! Oh, Mann. Das war knapp gewesen. Bin fast in meinen Fahrgast reingefahren. Der zahlt dann wahrscheinlich kein Trinkgeld mehr. Oh. Das habe ich doch meinen Fahrgast angefahren. So, auf jeden Fall einfach jetzt so rein. Was macht er denn hier? Oh, toll. Habe ich jetzt Randale-Ralf bei mir hier drin, oder was? Hey, Randale-Ralf! Komm von der Bank runter. So, wen haben wir denn hier? Mark Bosch? Mark, woher kommen Sie denn? Ich spreche Sie einfach mal auf Deutsch an. Oh, verdammt! Ah, shit. Oh, Potsdam! Potsdam ist schön, Mark. Ja, nee, komm aus Berlin. Schön. Erlebt nicht immer viele Deutsche hier in Spanien. Was ich hier mache? Naja, ich bin halt Taxifahrer. Mehr schlecht als recht. Man davon leben kann, ich sag mal, Marc, am Tag mache ich schon so meine 1000 bis 2000 Euro. Tja, ich alleine, für mich ganz alleine. Am Ende des Tages muss ich aber ungefähr 1500 bis 2500 muss ich dann schon blechen für Reparatur, Reinigung und Versicherung. Am Tag, ja. Ja. Oh shit. Ja, Marc, die Bremsen funktionieren nicht mehr so gut. Ah, schneller. Nee, also hier machen sie ein großes Geld, Marc. Aber Berlin, ich hab's ja auch in Berlin probiert. Das können sie vergessen. Uber. Überall Uber, wa? In Barcelona haben sie es noch ein bisschen mehr im Griff, aber in Berlin hat es Überhand genommen. So, Marc, wir sind aber auch schon da. Bremsen sind wirklich nicht mehr geil. Ja. Naja, du, wenn der mich hier rausdrängt. Ah, warte mal ab, mein Freund. So, Marc, wir sind da. See you later. Vorsicht, da kommt ein Auto. Puff. Da kommt ein Auto.